kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Oh Gott. Das macht mich ganz fertig. Oh Gott. Nochmal alles in die Fresse. Scheiße. Grüß Gott, ich will mein aufgebrauchtes Video vom Februar drehen. Wie man sieht. Ja. Fangen wir auch gleich mal an mit den unwichtigen Sachen. Zum Beispiel Wattepads habe ich wieder leer. Meine zwei Reinigungstücher von Cadea Vera habe ich wieder leer gemacht, die Ananas. Dann habe ich hier nochmal große Wattepads leer. Und die Einwegwaschlappen habe ich wieder leer. Dann haben wir mal das wieder, was nicht so dementsprechend spannend ist. So wie das hier. Das sind solche kleinen Reisegrößen gewesen von Wattepads. Habe ich auch aufgebraucht, weil ich ja nicht mehr brauche. Ja, machen wir gleich mal weiter. Ich hoffe, dass nicht wieder der Wurm drin ist. Ich habe 100-mal dieses aufgebrauchte Video angefangen, genauso wie die anderen Sammlungsvideos. Und dann auf einmal war der Speicher voll. Und ich war mir nicht sicher, wann das Video aufgehört hat zum Drehen. Also fangen wir nochmal neu an. Also, als erstes habe ich hier aufgebraucht einen Badezusatz von Dresdner Essenz. Ich kaufe mir die ja nur noch, wenn sie reduziert sind, das wisst ihr ja schon. Und den fand ich aber extrem gut. Der war eher wie ein Duschgel und nicht wie so ein... Der wäre auch fast abgelaufen, sehe ich gerade. Im Juli erst, aber ja. Aber ich mag die. Ich mag die wirklich. Und ich habe noch ganz, ganz viele andere. Jetzt nicht von Dresdner Essenz, aber ich habe generell sehr, sehr viele Badezusätze noch. Aber ich verwende die halt nicht mehr so oft, weil das halt sehr viel Müll produziert. Sagen wir mal so. Die Biotherm Everplum Probe habe ich aufgebraucht. Die schaut ja nicht mehr so aus in dem Deagle, habe ich euch eh schon öfter erklärt. Aber ich liebe die. Ich habe die jetzt sogar noch in Original, Gott sei Dank. Und ich freue mich schon, wenn ich die benutzen kann. Ich werde die auch demnächst irgendwann anfangen, wenn ich die anderen Sachen leer habe. Ich habe jetzt gerade noch eine Probiergröße oder eine Reisegröße von der Night Spa, glaube ich, von Biotherm. Aber ich liebe, liebe, liebe die Everplum. Das ist meine absolute Lieblingspflege von Biotherm. Ich mag die Aquasus-Reihe generell sehr gerne, aber die Everplump mag ich ein bisschen lieber als die andere. Ich habe nämlich die auch aufgebraucht, aber ich finde die gerade nicht und ich zeige euch die dann, wenn ich sie finde. Ich habe eine Duftprobe leer gemacht. Ich muss mich gerade ein bisschen richten. Ich hatte gerade einen extremen Lachflash. Die Probe ist mir jetzt gerade da reingefallen. Das ist von The Boss Descent, das Privé Accord. Ich liebe den Duft. Leider lassen die den auch auf. Jetzt habe ich ein bisschen Lippenstift draufgeschmiert. Finde ich auch super. Der hat nämlich so eine dunkle Flasche. Es gibt ja noch einen ganz, ganz dunklen von Hugo Boss, den ich auch sehr, sehr gern mag. Ich mag eigentlich generell die Descent-Düfte. Ich zeige das halt nur nicht so, weil... Ja, was soll ich sagen? Weil die halt jeder mag. Und das mag ich wieder nicht. Und das wisst ihr ja schon. Aber den finde ich nicht schlecht, aber der geht aus dem Sortiment, was ich so mitbekommen habe. Was ich extrem schade finde, weil der so geil nach Schokolade riecht. Ja, aber ich will mir den nicht kaufen, weil ich habe eh so viele andere. Und ich habe... Jetzt habe ich die Probe daneben geschmissen. Und ich habe ja noch den Originalen auch zweimal, also... Werde ich mir den logischerweise nicht nachkaufen, aber ich finde ihn gut. Wenn jemand auf Schoko steht, ist der Beste, glaube ich. Einen Badezusatz habe ich auch aufgebraucht von Sorbear. Finde ich auch mega. Ihr wisst ja, ich kaufe die mir immer wieder nach. Ihr werdet lachen, weil das ja eigentlich für Kinder ist, aber ich mag diese Lavendel-Vanille-Bad von... Diesen Lavendel-Vanille-Bad von Sorbear sehr gerne. Ich bin ja nicht der Lavendel-Fan, aber den mag ich. Den mag ich wirklich. Dann habe ich aufgebraucht ein Duschpeeling von Balea. Das Kokos und Kaffee, ihr wisst ja, dass ich das so gerne benutzt habe. Ich habe das ja zweimal, glaube ich, gehabt. Das liebe ich. Das liebe ich extrem. Leider gibt es das ja nicht mehr, weil es war ja die Sommeredition vom letzten Jahr. Ich bin noch ein bisschen traurig darüber, dass ich mir nicht noch mehr Backups gekauft habe, aber ich bin schnell wieder gusch, weil ich habe noch genug andere. Und ja, aber das fand ich echt gut. Das könnten sie irgendwann mal wieder rausbringen. So, wenn wir schon bei Kaffee und Kokospeeling sind, zeige ich euch auch das gleich. Das war von Terra Naturi, das Kokos-Kaffee-Peeling und das liebe ich extrem. Schaut halt innen echt eklig aus. Ja, aber das liebe ich. Ich habe ja noch Gott sei Dank 4 Backups, aber ich bin froh, dass ich mich traut habe, die im Asam zu verwenden, weil die sind irgendwie, finde ich, von dem schon ein Nachfolger. Weil das eben Zuckerpeeling ist, was ich weiß und... Da sitzt man dann nicht auf die Peelingkörner in der Badewanne. Kennst du das? Ich hasse das, wenn das der Fall ist. Und deswegen mag ich das von Asam auch. Also
Ich meine gleich. Die Asam sind auf jeden Fall ein guter Ersatz für das hier. Aber ich bin froh, dass ich von denen noch 4 Backups habe. Eine Zahncreme habe ich auch aufgebraucht. Diese Meridol war das. Ich bin nicht mehr so davon überzeugt. Ich glaube, ich habe mich auch vergriffen. Es gibt ja eine größere, also eine kleinere, breitere Tube auch. Und ich glaube, die mag ich lieber als die. Sollte ich mir mal kaufen. Wenn wir schon bei Zahnpflege sind, zeige ich euch auch die beiden. Mit denen habe ich ein bisschen einen Kampf. Ich liebe ja die von der beide sind von der Eigenmarke von Müller, von Naturkosmetik von Drogerie, sage ich jetzt mal. Weil das ist ja bei mir in der Parfümerie und das in der Drogerieabteilung, damit ihr euch jetzt, ich kann nicht mehr reden, ey. Damit ihr wisst, was ich meine. Das ist das Mint Sensident, was ich ja jahrelang verwende. Und irgendwie weiß ich nicht, welche ich von den beiden jetzt besser finde. Ich meine, so ist mir das zu teuer. Ich habe mir das ja damals in der 20% Aktion nachgekauft, also beziehungsweise gebunkert. Deswegen, ich habe noch 2 Backups und werde die auch verbrauchen, aber ich werde mir eher das nachkaufen. Und das nur, wenn es in Aktion ist. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Aber das werde ich mir nur nachkaufen, wenn es in Aktion ist. Und das kaufe ich mir immer so zwischendurch nach, weil das halt nicht teuer ist. Und das von Terra Natura ist halt schon sehr teuer, finde ich. Weil wenn man das vergleicht mit den beiden, ist das von Sensident natürlich günstiger. Da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Ein Wasserspray habe ich auch aufgebraucht von Balea. Den mochte ich extrem gerne. Ich bin auch froh, dass ich den leer gekriegt habe, weil die letzten 2 Sprays, die ich hatte von Balea, die sind ja nicht leer worden, sondern da hat der Pumpspender dann auf einmal nicht mehr angefangen zum Sprühen. Ich weiß auch nicht warum. Bei dem war es Gott sei Dank nicht so. Ich habe das sehr, sehr lange verwendet, mag das auch extrem gerne. Habe mir jetzt das Aloe Vera nachgekauft, aber wenn es das dann noch geben würde, wenn das Aloe Vera leer ist, würde ich mir auf jeden Fall das nochmal nachkaufen, weil das fand ich wirklich nicht schlecht. Ich bin halt eine faule Sau und tue halt die Beauty Blender damit ansprühen, aber okay. Eine Seife habe ich auch leer gemacht von Balea. Die Zauberhaft war das. Die mag ich auch extrem gern. Das war ja die mit dem Popcorn und so, mit dem Karamell. Die war auch extrem geil. Leider gibt es die nicht mehr und leider war die limitiert. So wie es das hier nicht mehr gibt. Das Schokoduschgel von Palmolive. Und ihr wisst ja, diese Body Butter Wash Teile mochte ich ja extrem gerne. Ich habe da ja noch immer sehr, sehr viele. Das Mint, das Berry und das Kokos habe ich noch. Das Vanille habe ich in ganz, ganz groß von der Tanja geschenkt bekommen. Das verwende ich gerade aktuell in der Badewanne, aber sparsam. Und das Schoko, das ist sowieso, neben den Mint-Shake ist das Schoko auch eins meiner absoluten Lieblinge. Die gibt es ja leider nur noch in Budapest habe ich sie gesehen und in Kleinhagsdorf. In Kleinhagsdorf habe ich mir dann auch welche mitgenommen, weil wir da ja mit dem Auto unterwegs waren und in Budapest waren wir ja zu Fuß unterwegs und da wollte ich die nicht mitschleppen. Ich habe eh viele Isana auch gekauft und da habe ich mir gedacht, okay, Isana ist gerade wichtiger, weil das haben wir gar nicht in Österreich und dann habe ich halt in Tschechien Gott sei Dank gesehen, dass wir die haben, also dass die dort noch gibt und deswegen, ja, man kommt ja leider nicht mehr auch nach Tschechien. Aber ist auch gut so, weil dann kann ich meine ganzen Backups mal leer machen. Ihr habt es ja im Sammlungsvideo gesehen, wie viel ich habe und deswegen, ja. Aber das würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil das ist wirklich ein gutes Duschgel. Eine Ampulle habe ich auch wieder leer gemacht. Das war die Hyaluron Booster von Cadea Vera. Ihr wisst ja, die kaufe ich immer wieder nach. Ich liebe die. Irgendwas ist da geflogen. Eine Probe von, ich weiß jetzt gar nicht mehr die Marke, Lirene. Die mag ich überhaupt nicht. Also ich habe es für Hals und Dekolleté verwendet. Ich hoffe, das war jetzt auch meine letzte. Die mag ich gar nicht. Also die hat extrem nach medizinischer Gesichtspflege gerochen, was ich überhaupt nicht mag. Also würde ich mir niemals nachkaufen. Bin froh, wenn ich keine Proben mehr habe. Die Aldo Vandini Thermomaske habe ich auch aufgebraucht. Ich muss aber sagen, ich kann die nicht mehr sehen. Ich kann diese Maske nicht mehr sehen. Früher mochte ich die sehr, sehr gern, aber jetzt sehe ich mit meinen sehr, sehr gern. Ich mochte sie früher total gern, aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, die hat doch nicht mehr diesen wärmenden Effekt. Einfach sind die, vielleicht sind die einfach zu alt, ich weiß es nicht. Von Elisabeth Arden habe ich mein Flawless Future Kapselserum aufgebraucht. Das sieht so aus. Man sieht leider nicht exakt, wie es aussieht, aber wenn ihr mein Sammlungsvideo gesehen habt, habt ihr das Serum gesehen, das habe ich nämlich noch in Originalgröße, das ist das mit diesen Kügelchen, das kriege ich da nämlich nicht mehr raus, komischerweise. Beim Originalprodukt passiert das nämlich nicht, aber bei den Proben komischerweise schon. Aber ich liebe dieses Produkt und ich bin so, so froh darüber, dass ich das noch in Original habe, weil das gibt es ja leider auch nicht mehr. Ich habe es auf Amazon habe ich es gefunden, aber 56 Euro zahle ich dafür fix nicht. Besonders nicht, wenn ich noch so viele andere Sachen habe. Vielleicht landet es irgendwann einmal beim Tiki Max. Mal gucken.
Ich habe letztens nur leider nicht rein können, weil da eine mega Schlange war. Noch eine Duftprobe habe ich aufgebraucht von Black Opium, von dem Neon. Ich finde das nur so schade, dass sie ihren Duft immer so 100 Varianten rausbringen, aber den Neon, den finde ich sehr, sehr gut. Ich habe den auch Gott sei Dank noch in Original zu Hause. Was ich an Proben verwendet habe in dem Monat, ist echt heftig. Fangen wir mit den anderen da an, was ich in der Hand habe. Also das war jetzt keine Probe, aber das war so eine Haarkur von Balea. Würde ich mir niemals nachkaufen. Ich kaufe mir auf gar keinen Fall Haarkuren nach von Balea oder von irgendeiner Marke. Ich habe daraus gelernt, ich habe auch alle Haarconditioner ausgemistet, die ich habe in meiner Sammlung. Und das habe ich noch aufgebraucht, weil es offen war. Aber ich würde mir sowas nicht mehr nachkaufen. Lippenstiftproben von Charlotte Tilbury habe ich auch aufgebraucht. Die sehen so aus. Die fand ich auch gut. Also die Lippenstifte fand ich wirklich gut. Das Problem ist, ich werde sie mir nicht nachkaufen, weil ich noch so viele andere habe. Also nein. Masken habe ich auch zwei leer gemacht. Einmal die von Knapp. Das war die Peeling-Maske. Die war echt gut. Das Hautgefühl danach war mega. Aber ich glaube, die habe ich beim Action gekauft und so habe ich die nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, wo man die sonst noch kriegt. Die Cadea Vera Avocado, in die habe ich mich extrem verliebt. Das wird, glaube ich, so ein nächster Hype von mir. Die war nämlich wirklich gut. Hin und wieder habe ich gar nicht eine Nachtpflege dann noch braucht, wenn ich die verwendet habe. Also die werde ich mir bunkern. Wirklich bunkern. Das Konzentrat habe ich auch wieder aufgebraucht von dieser koreanischen Marke, was ich auch liebe. Was ich mir aber nicht nachkaufen werde, weil ich noch so viel habe. Noch eine Pflege habe ich aufgebraucht von einer koreanischen Marke. Das ist, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Guckt selber. Die heißt Etude House oder so. Etude House, irgend sowas, keine Ahnung. Etude nicht, oder? Etude, keine Ahnung, da unten steht's. Kann ich nicht aussprechen, aber fand ich okay. Ich habe da, glaube ich, noch ein paar Proben davon. Eine Duftprobe habe ich auch leer gemacht von Abercrombie & Fitch. No comment zu den Herrenduft, den habe ich weggeschnitten, habe ich meinem Vater gegeben. Den Damen finde ich auf der Probe sehr gut, aber an mir war der überhaupt nicht gut. So auf der Probe, finde ich, riecht der so angenehm, aber an mir war der echt widerlich. Also würde ich mir nicht nachkaufen. Ich habe die mal gefunden beim Aufräumen, aber dachte, warum brauche ich die nicht einfach auf? Noch eine Duftprobe habe ich leer gemacht von Kenzo. Der ist so gut, das ist der Elixier. Der sieht so aus. Ich liebe dieses Parfum. Ich habe den auch Gott sei Dank in Originalgröße, aber den liebe ich, den Duft. Ist aber eher so ein Winterparfum, weil der sehr nach Vanille riecht. Zwei Clarins-Proben habe ich noch leer. Einmal das Peeling, das habe ich sogar aufgeschnitten. Seht ihr hier? Das ist echt geil. Aber ich habe genug Peeling, deswegen... Ich werde es mir im Hinterkopf behalten und irgendwann einmal, wenn ich weniger habe, nachkaufen. Aber ich habe noch so viel im Badezimmer stehen und deswegen werde ich es mir nicht nachkaufen dabei. Aber es ist echt gut. Ich kann es wirklich empfehlen. Generell die Clarins-Peeling finde ich echt nicht schlecht. Und ich habe ja noch das Comfort Peeling in klein, also werde ich mir dabei keine kaufen. Aber das behalte ich so im Hinterkopf. So wie das hier, das ist das Abschminköl von Clarins, was ich auch extrem liebe, aber ich darf mir das dabei nicht nachkaufen. Blöderweise ist mir das aus der Hand gefallen im Badezimmer und deswegen, ich hätte das sicher noch zwei, dreimal verwenden können, aber da war dann nur noch für eine Anwendung was drinnen und deswegen habe ich es aufgebraucht. In Originalgröße kommt es mit einem Pumpspender, was ich ja viel, viel besser finde. Ich habe aber noch so viel anderes Zeug. Ich habe noch viermal, aktuell eins in Verwendung und dreimal noch als Backup von Biotherm, das Balsam zum Abschminken. Von Clinique habe ich es in klein zum Abschminken. Von De Balm habe ich es noch im Abschminken. Das De Balm mag ich überhaupt nicht, das werde ich aussortieren. Und dann noch von Lancôme, das in groß noch. Und ja, ich finde das super. Ich benutze das echt gerne, aber ich werde es mir nicht nachkaufen, weil ich noch so viele andere Sachen habe. Aber behalte auch wie das Peeling, das im Hinterkopf. Noch eine Aldo Vandini-Maske habe ich leer gemacht, die fand ich echt gut. Die fand ich wirklich gut. Besser als die braune, nur leider gibt es sie nicht mehr. Also die hat Hangover Kaiser und da ist eine Katze abbildet. Die ist mit Ingwer und Matcha, wenn ich mich nicht irre. Ja, und die war extrem geil. Die hat so geil gerochen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Backup habe, aber die war echt gut. Leider gibt es sie nicht mehr. Ich mochte das Hautgefühl danach und die hat einfach so genial gerochen und ja. So wie bei der Avocado, da war das Hautgefühl danach auch gut. Bei der braunen von Aldo Vandini habe ich Gefühl, die macht irgendwie nichts mehr. Entweder ist die zu alt, ich habe keine Ahnung. Von Clarins habe ich einen Detox Booster aufgebraucht, den fand ich auch gut und mir geht das irgendwie ab, dass ich noch zusätzlich was in meine Pflege reingebe. Deswegen benutze ich gerade aktuell von Oliveda das
Love Duo, das ist das Serum mit dem Gesichtsöl in Kombination und ich liebe es. Das ist echt geil. Da habe ich schon überlegt, ob ich nicht ein Favoriten-Video wieder davon mache, weil das war echt genial. Generell habe ich irgendwie das Gefühl, ich sollte mal wieder ein Favoriten-Video machen, oder? Ich habe so ein paar im Hinterkopf, ich muss nur einen Blog finden, wo ich das aufgeschrieben habe. Könnt ihr mir mal schreiben, ob mich das interessiert. Ja, aber das fand ich echt gut. Das gibt es leider auch nicht mehr. Ich habe mir das damals beim bei TK Maxx gekauft. Da gab es die noch und ja, finde ich gut. Gibt es aber leider nicht mehr. Irgendwie bin ich heute zu dämlich, die richtigen Worte zu finden. Ich habe ganz, ganz viele Proben noch aufgebraucht und Badezusätze und Masken, die ich euch noch zeige. Einmal eine Probe von einer koreanischen Gesichtspflegemarke. Die war echt gut, aber ich habe, wie gesagt, genug Zeug, deswegen würde ich mir das nicht nachkaufen. Aber die fand ich echt als Make-up-Unterlage, fand ich die wirklich gut. Was ich weniger gut fand, war das Serum. War auch von einer koreanischen Marke, das mochte ich irgendwie nicht. Ich hatte das Gefühl, das bleibt irgendwie auf meiner Haut stehen, deswegen fand ich das nicht so gut. Das war eine Hydrogelmaske, glaube ich. Steht jetzt nicht gerade drauf, aber das war keine Tuchmaske, sondern eher so eine Jellymaske. Den Duft fand ich schrecklich, aber die Wirkung von dem war sehr gut. Nur bin ich halt leider so ein Duftjunkie, deswegen würde ich mir die niemals nachkaufen. Die Holika-Holika-Maske mit den Mops drauf hingegen war mega und die würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Also die Holika-Masken und die The Cream Shop Masken, was man beim TK Maxx hin und wieder kriegt, die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe genug dabei noch, deswegen hoffe ich, dass ich beim TK Maxx, wenn ich mal wieder dorthin komme, keine finde. Ich habe eine neue Lieblingsseife von Aveo, die Berry Liebe heißt die. Bärenliebe, genau. Die finde ich extrem geil. Abgesehen mal von der geilen Verpackung, aber vom Duft her ist die mega. Und ich hoffe, dass sie noch länger im Sortiment bleibt, weil die ist schon wieder Limited Edition. Aber die werde ich mir nachkaufen, wenn ich ein bisschen weniger von meinen Seifen habe. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Seifen gekauft. Werdet ihr in einem Video sehen, also in einem Sammlungsvideo. Und wenn ihr das Hauks-Video gesehen habt, wisst ihr eh Bescheid. Einen Badezusatz habe ich noch leer, der glaube ich Limited Edition war. Dream Big hat er geheißen. Dream Big, so. Fand ich nicht schlecht. Aber glaube ich, gibt es nicht mehr. Eine Reinigung habe ich auch leer gemacht. Das war von der Vivi, habe ich die geschenkt bekommen. Ich finde das so witzig, dass da Budapest drauf stand. More Cream Glänzer war das. Ich fand den aber nicht so gut. Ich würde mir den ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Ich weiß nicht, ob das die Originalgröße von dem ist. Aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Abgesehen mal davon, dass ich noch genug Reinigungsartikel habe. Ich war brav am Nägellackieren in dem Monat Februar. Deswegen ist ein Nagellackentferner leer worden von Aveo. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch aktuell gibt. Die Sorte zumindest weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Da waren ganz wenig drin, aber ich bin endlich froh gewesen, dass ich den leer gemacht habe. Und zweimal den Nagellack-Schnelldruckner-Spray. Den habe ich mir ja damals reduziert gekauft, wie die aus dem Sortiment gegangen sind, weil die neu gemacht haben. Der Nachfolger ist aber auch gut, den habe ich jetzt aktuell nachkauft. Also die würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil die von Aveo gibt es leider nicht mehr. Die waren viel größer aber und günstiger und die von Aveo gibt es aber nicht mehr. Deswegen würde ich mir immer wieder die von Essence nachkaufen. Die finde ich wirklich gut. Ich habe wirklich viele Proben und Reisegrößen aufgebraucht in dem Monat, aber ich bin extrem stolz auf mich. Ich habe zum Beispiel von Shiseido ein Serum aufgebraucht, was eigentlich ein Femin-Kontur-Serum war. Ich habe es erst nur für den Hals und Dekolleté verwendet. Man kann es auch, glaube ich, gar nicht erkennen. Aber ich fand das nicht schlecht. Ich fand nur die Verpackung ein bisschen trashy, aber das war ein Geschenk mal vom Douglas, das hat man sich abholen können. Schlecht fand ich es nicht, aber Shiseido ist mir ehrlich gesagt viel, viel, viel zu teuer. Von Biotherm habe ich die Serum in Öl aufgebraucht. Sieht so aus. Habe ich sogar aufgeschnitten. War ein bisschen unnötig, aber habe ich aufgeschnitten. Ich mag die Biotherm-Pflege. Ihr kennt mich jetzt schon lange genug. Ich liebe Biotherm. Ich habe nämlich auch die Creme aufgebraucht. Die Aquasus, also das Gel habe ich aufgebraucht von Biotherm. Das war ja in meinem Adventkalender drin. Ich fand es gut. Nur nach einer Zeit war es mir irgendwie zu wenig. Eine Kollegin meint, ich bilde mir das ein, aber mir war es zu wenig. Ich mag von der Serie von der Aquasus eher die Everplump, muss ich sagen, als die. Die ist eher für jüngere Mädels, sage ich jetzt mal. Ein Duschschaum habe ich auch leer gemacht von Marbert. Pure Woman heißt ja der Duft und ich liebe diesen Duschschaum. Ich habe auch Gott sei Dank noch das Parfum und ich habe Gott sei Dank noch zwei Backups davon, aber gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich habe es geliebt. Ich liebe den Duft, weil der hält eine Weile lang auf der Haut, wenn du das verwendest. Von Neutrogena habe ich noch das Serum aufgebraucht.
die Serie heißt Hydro Boost. Das ist so ähnlich wie das von Elisabeth Arden, was ich euch vorher als Probe gezeigt habe. Aber nicht exakt so, sondern wirklich nur so ähnlich. Aber ich mag's. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich es mir auch nachkaufen. Aber ihr habt mein Sammlungsvideo gesehen. Und ich bin froh, dass ich was leer habe. Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht. Die Vitamin C Ampulle von Cadea Vera. Die gibt es ja leider nicht mehr, aber die liebe ich extrem. Jetzt habe ich mich auch schon ein bisschen daran gewöhnt, dass sie nicht so schnell einzieht. Von Clinique habe ich das Gesichtswasser leer gemacht. Die Nummer 2, die Lotion. Ich mag sie überhaupt nicht. Das war ja im Adventkalender drin. Ich wollte die einfach nur leer machen. Ich fand sie nicht gut. Ich hatte die früher mal, da war ein bisschen was noch drin, hat mir meine damalige Abteilungsleitung das geschenkt, weil sie es geliebt hat. Sie liebt es auch noch immer, was ich weiß, aber für mich ist es nichts. Die 1,0, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, die Kiese, die nicht blickdicht ist, die finde ich gut, aber die 2er würde ich mir niemals nachkaufen, bevor ich es leer habe. Von Clinique, bleiben wir kurz bei Clinique, habe ich nämlich noch 2 Sachen leer. Einmal die Mascara, die High Impact. Bin nämlich gerade dabei, meine kleinen Mini-Mascaras aufzubrauchen. Ich finde die okay, aber ich würde sie mir ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Da traue ich ja noch immer hinterher. Ich würde mir die so gern kaufen, wenn ich nicht so viel Zeug hätte, aber ich habe zu viel. Das ist das Jelly von Clinique. Ihr habt es ja schon in oft, das war kein Deutsch, ihr habt es ja oft in aufgebrauchten Videos gehört, dass ich sie mir kaufen würde, wenn ich nicht so viel hätte. Aber habt ihr meine Sammlung gesehen. Von Clarins habe ich das Reinigungsgel auch aufgebraucht von dieser Daily Energizing Serie. Da ist das Reinigungsgel. Habe ich auch leer gemacht. War gut, aber wie gesagt, gibt es ja leider nicht mehr. Was ich schade finde, weil das war wirklich nicht schlecht. Aber ich habe eh genug Zeug, deswegen würde ich mir dabei eh nichts nachkaufen. Wisst ihr ja eh schon. Von Lancaster, das Skin Therapy Perfect, habe ich auch aufgebraucht, was ich ja euch im Sammlungsvideo in Originalgröße gezeigt habe. Habe ich da sogar aufgeschnitten, was ich mich urgeärgert habe, weil das hätte ich schon längst aufbrauchen können. Ich war einfach nur zu faul. Aber das mag ich extrem gern. Finde ich schade, dass das nicht mehr gibt. Aber ich habe Gott sei Dank ja noch eine im Backup. So, Augenbrauenstift habe ich aufgebraucht von Lancôme. Der sieht so aus. In dem bin ich extrem verliebt. Den werde ich mir auch auf jeden Fall aufheben, weil das war die 07 Chestnut. Der war echt geil. Jetzt habe ich einen anderen von Lancôme. Der sieht so aus. Den finde ich aber nicht so gut wie den. Den mag ich ein bisschen lieber. Also würde ich mir den sogar nachkaufen, egal wie teuer der wäre. Was ich gut fand, aber mir nicht nachkaufen würde, war das von Clinique, der schwarze Kajalstift. Habe ich leer gemacht. Den fand ich gut, aber es gibt zigtausend andere Kajalstifte, die auch genau dasselbe machen wie der. Deswegen würde ich mir den niemals nachkaufen, weil mir ist das zu teuer. Die Lip Liner von Clinique finde ich super. Die sind es auch wert, dass man sie kauft, finde ich. Aber ein Kajal würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Den traue ich extrem hinterher. Das war eine Maske von Sans Souci. Die heißt Illuminating Pearl Mask. Warte mal. Illuminating Pearl Gel Maske. Und die war so geil. Der Duft war mega. Und die hat auch, ich weiß nicht, ob man das noch da drin in der Verpackung sieht, aber so kleinweise sieht man das, glaube ich, noch. Die hat so kleine Kügelchen drinnen. Die war mega, die Maske. Wenn ich nicht so viel Zeug hätte, würde ich mir die nachkaufen. Aber ich habe zu viel. 2 noch, dann haben wir es geschafft. Weil ich bin so verpeilt in dem Video. Ich wollte eigentlich noch ein Haul drin, aber jetzt habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Ich bin so verpeilt heute, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe mein heißgeliebtes Elisab aufgebraucht und da bin ich so traurig drüber. Ich liebe den so. Der wird jetzt so gut zu der Jahreszeit passen. Ich vermisse den. Ich vermisse den wirklich. Das ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Und die Bodylotion habe ich auch leer gemacht. Habe ich sogar aufgeschnitten, weil ich so verliebt in den Duft bin. Und ja, ihr wisst ja, das ist mein absolutes Lieblingsparfum. Absolutes Lieblingsparfum. Aber ich will es zurzeit nicht verwenden. Ich habe das jetzt so oft verwendet, wenn ich was mit Typen angefangen habe, wo mich das auch erinnert dran, was mich echt ankotzt. Und deswegen will ich noch warten, bis ich den wieder benutze. Ich habe auch die Bodylotion auch als Backup und deswegen will ich unbedingt noch warten, bis ich den als nächste verwende. Weil derweil habe ich noch ein paar andere, die ich noch aufbrauchen will vorher. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen verpeilt war. Hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye. Katastrophe.